Und gerade jetzt gegen Ende dieser Kampagne, da kommt halt so viel zusammen, ne? Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon wieder über 6,5 Stunden im Stream in dieser Session hier. Ja, das zerrt dann so ein bisschen am PC. Ich denke aber mal, dass wir es jetzt doch hoffentlich ohne Probleme über die Bühne bekommen. Warten wir eben kurz auf Micha. Haben wir ja ein paar Sekündchen. Wir sind ja schon da. Das soll ja nicht das große Problem sein, ne? Dann haben wir noch eine schöne finale Schlacht. Und dann geht's los. So, es war meine Runde. Dann gebe ich mal an dich. Und dann können wir. Mit der schönen dicken Armee. Ein paar Schatten mit Bian-Kämpfern mit dabei. Zweimal die Paladine, die Ritter der Nacht. Dunkle Paladine, wie gesagt, klar. Aber sieht doch gut aus. Also das nächste Mal in der Kampagne werde ich auf jeden Fall das Schwert des Kane mal auf volle Machtstufe bringen. Da müssen wir mal gucken. Es würde mich schon interessieren, wie stark das dann wirklich wird. So, und dann drücken wir mal die Daumen. Dass wir dann in Ruhe das schöne Video jetzt genießen können. Last, the power of the vortex is within my grasp. Ever since the reign of Kalador have I been denied this, and the vermin shall not deprive me now. I have fought with gods before and still live. This battle is no different. Get from my vortex, rat scum. Or face the wrath of the Witch King. Somit beginnt es. Die letzte Schlacht. Dem Michael. Wahlstrom ist schon ein mächtiges Gerät. Und da sieht man es auch am Himmel, wer es noch nicht gesehen hat. Das ist die gehörnte Ratte. Ja. Der Gott des Skaven, wenn man so sagen möchte auch. Und dann müssen wir halt mal gucken. Werden wir uns wahrscheinlich mal ein bisschen näher darüber unterhalten, wenn wir die Skaven selbst spielen. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte oder Lore, wie die Skaven entstanden sind, wo sie herkommen, wie es um die gehörnte Ratte steht. Also ist ja schon einiges dabei. Bei Malekith hatten wir jetzt eine Menge Geschichte dabei. Da gibt es auch gar nicht mehr so vieles zu sagen. Man hat sich über ein paar Einzelheiten unterhalten. Und hier in unserer Geschichte will der Malekith selbstverständlich es jetzt zu Ende bringen. Was ist los? Klär mich auf, Micha. Ich kann schon wieder nichts machen. Ja, dann warte einfach. Einfach in Ruhe warten, wenn er laden muss. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Ich meine, ist ja auch alles ein bisschen anspruchsvoller, diesmal hier das Schlachtfeld. Und das wird ja auch ziemlich heftig. Ich werde euch vermissen, meine Echsenreiter. Ihr seid die Besten. Was? Da waren sie weg.
Willst du mir... Obwohl, nee, nee. Du machst das schon. Bin ich mal gespannt. Ich meine nicht, dass da runterkommt. Du bist ja im Angriff. Wird sich da oben nur so schön positionieren. Ich meine, was Großes ist jetzt nicht dabei. Das Blöde ist halt, er hat zweimal solchen Katapulte, wie ich sehe. Das ist natürlich schon fieser AOE-Schaden. Und was war so sonst noch so dabei steht, ist ja halt nicht der Rede wert, ne? Ja, und da geht's los. Wenn die schießen, dann tut's weh. Die sind halt schon fies. Ich meine, du hast ja mit Malekith zwei Drachen. Du könntest auch hochfliegen und doch mal dich direkt reinschmeißen. Gehörnte Ratte, halt die Backen. Ich meine, dafür sind ja die legendären Helden da, ne? Sieht schon cool aus, wenn da so ein Drache angeflogen kommt. Oh, da fliehen die ersten schon vom solchen Katapult. Das sieht da schön aus. Der Malekith legt sich direkt mit der ganzen Welt an. Hat er gar keine Chance. Und hier kommen sie nochmal, die Clan-Ratten hier. So klein sind sie gar nicht mehr, ne? Aber keine Chance. Das ist jetzt meine Magie schon wieder verpackt, ey. Kann sein und wenn schon, das ist nicht so schlimm. Oh, und da kommen sie, die Reiter, da kommen sie. Das ist halt so schön, da laufen sie hinterher. Oh, da war ich gar nicht. Oh, der Kommandant. Paladine sind ja nicht die schnellsten, aber hierfür könnte es sogar noch reichen. Ich meine, die Skaven sind ja schon ziemlich flink auf den Beinen, die kleinen Monster. Aber ich glaube nicht, dass das gut aussieht. Dann haben sie es erreicht. Na, fliegen die ersten Skaven. Sehr schön. Das ist doch eine schöne Fütterungszeit. Ah, in der Mitte bebt die Schlacht. Das ist halt... Jetzt bekommt er mich ja natürlich besondere Zauber, da er den großen Mahlstrom jetzt kontrolliert. Ja, und jetzt geht's los. Die Hochelfen rücken nämlich an. Und die wollen natürlich auch die Insel für sich haben. Während die Skaven noch auf der Flucht sind, kommt selbstverständlich... Oh, da war der erste mächtige Zauber. Der Mahlstromzauber. Von Micha kommt selbstverständlich Tyrion. Will die Michael davon abhalten. Wir sehen nichts Besonderes in der Hinsicht. Bogenschützen mit Rüstungen. Natürlich Seegarde, Speerträger. Obwohl, das sind nur Speerträger, so wie ich das richtig sehe. Noch nicht mal Seegarde. Tja, das sind die ersten Standardeinheiten. Eine kleine Vorpatrouille.
Das sieht doch ganz gut aus. Da kann also Micha sich natürlich in aller Ruhe erstmal positionieren wieder. Und er hat ja auch einen Heilzauber, womit er dann seine Einheiten heilen kann. Natürlich nur bis zum... Oh, ist ja gut, du böser, böser Gott. Natürlich nur bis zum bestimmten Rahmen. Aber so, dass es natürlich auch fairnesshalber gegeben ist, dass man auch gegen mehrere Armeen kämpfen kann. Das ist ja das Schöne. Und letztendlich ist ja nur eins entscheidend, dass der Michael nämlich vorankommt. Ja, da war schon mal der dicke Heilzauber. Ich glaube, auf Flugeinheiten hilft der nicht. Sondern nur die, die am Boden stationiert sind. Ja, und dann kommt er wirklich an. Und wie ich es mir dachte, nur Speer. Ja, haben wir gut erkannt. Ist wie gesagt nur eine kleine Vorhut. Nichts Besonderes, die hier vormarschiert. Ja, und da geht's schon los. Da geht es schon los. Und dann... Und dann kommt jetzt gleich Tyrion höchstpersönlich mit seinen Armeen. Sehr gut. Ja, wenn man schon Artillerie dabei hat, ne, dann kann sie auch böse Schaden machen. Boah, und da war der Zauber. Ja, natürlich auch gesessen. Die kommen ja noch nicht mal an, die fliehen ja jetzt gleich schon. Eindeutig viel zu hohe Verluste für ihn. Ich meine, gut, sie... Oh. Da kriegen sie einen Buff, okay. Oder eine Seuche. Oh, hi. Okay, Dunkeldorn im Nahkampf. Oh, und da hinten kommt es. Da geht's los. Tyrion kommt. Ja, Tyrion natürlich höchstpersönlich hat einen Magier als Verstärkung dabei. Sehr schön auch hier zu sehen. Selbstverständlich die Drachenprinzen. Ja, schöne Kavallerie. Hat einen Sterndrachen mit dabei. Und natürlich das Übliche, was man sich halt so wünscht. Silberhelme mit Schild. Die Phönixgarde. Sehen sehr cool aus, die Modelle. Ne? Das ist halt sehr, sehr schön. Und selbstverständlich die Schwertmeister von Huat. Und noch ein paar Bogies. Oh, haben wir schon den einen oder anderen wilden Zauber hier gesehen. Ja, da müssen wir mal gucken. Da oben geht schon die Party mit den Schatten. Was haben sie vor? Na... Das ist Wahnsinn. Die Drachenprinzen kriegen auf die Nase, weil es halt die Schatten sind mit Bärenkämpfern. Jetzt die Unterstützung von hinten. Da kommen natürlich die dunklen Paladine rein, die natürlich auch durchaus gewappnet sind. Und der Magier wird hier anscheinend fokussiert von Micha. Sieht ja ganz gut aus. Oh, Drache gegen Drache. Jetzt geht's aber los hier in der Luft. Der Malekith gegen den Sterndrachen. Oh, da kommt der zweite da als Verstärkung sogar noch mit dazu. Man glaubt es ja gar nicht. Das ist ja hier das pure Drachengemetzel. Der Sterndrache natürlich die größte. Oh, und dann kriegt er nochmal hier kräftig. Aber er flieht. Der höchste Drache, der Hochelfen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, natürlich. Wir gucken lieber mal nach. Es ist nur ein Monddrache. Oh mein Gott, es ist nur ein Monddrache. Ich habe mich schon gewundert, der Sterndrache müsste ja blau sein.
So wunderschöne blau-weiße Drachen. Was ein Gemetzel. Unglaublich. Boah. Aber es sieht fantastisch aus. Es ist halt so schön. Ja, oben den Kampf ziemlich gewonnen. Natürlich auch ein bisschen Verluste erlitten mit den Dunkeldornen, aber das, denke ich mal, kriegt er mich ja hier schon ohne Probleme hin. Und die Front sieht auch sehr gut aus. Die Todeshexe, natürlich ganz persönlich. Die Drama-Queen. Und Tyrion ist natürlich auch direkt voll im Gefecht, aber das will er auch nicht. Das will er auch nicht mehr. Und sie ziehen sich zurück. Sie sind zerschlagen. Und es geht weiter. Das ist ja das Besondere an dieser Schlacht. Die Echsenmenschen kommen. Ja, natürlich ein paar Skinkplänkler dabei. Ne? Kohort ist auch mit dabei mit Wurfspeeren. Also erstmal so ein bisschen kleine Watschelmonster. Mit den süßen Füßen. Die große Armee kommt gleich noch. Ich weiß gar nicht, wer kommt. Ich glaube, Master Mundi kommt dann. Ja. Müsste er. Ich meine, Krokar nicht. Ich denke, es kommt Master Mundi. Und mich muss ich natürlich jetzt wieder erneut positionieren. Er hat ja noch genug Zeit, bis die Hauptarmee dann kommt. Und kann dann manche Einheiten dann noch heilen. Es gibt halt jeweils einen Schadenzauber, einen Heilzauber und wir haben, glaube ich, einen Cooldown von, lass mich nicht lügen, ich glaube an die 30 Sekunden oder so. Also es ist jetzt nicht so mega mächtig, wie ihr seht, man erleidet hier schon deutlich Verluste, aber es muss ja irgendwie so ein bisschen, ja, ne, muss ja schon funktionieren. Natürlich muss der Gott ein bisschen fluchen. Ne? So muss es sein. Ja, die Echsenmenschen, einer der stärksten. Ne? Ich meine, die Echsen, wir wissen es ja, wir kennen sie. Aus so vielen Schlachten, höchstpersönlich. Die sind schon böse drauf. Und wir können uns mal eben angucken, was er da mitbringt. Er hat einen Priester mit dabei, einen Himmelspriester, der natürlich manche schönen Donnerzauber mit am Start hat. Und er fängt auch schon fleißig an und heilt hier den einen oder anderen. Da seht ihr es nämlich. Ja, das sind schon böse AOE-Zauber. Er ist schon fies, aber der Priester macht doch einen Fehler. Er kommt zu nah ran mit seinem Terradon. Ganz alleine und denkt sich, ich mach das hier. Und dann war es da schon fast für ihn. Das sieht nicht gut aus. Der will fliehen. Die Schatten und die Dunkeldornen geben ihm den Rest und das war's. Aber das ist es natürlich nicht gewesen. Der Master Mundi kommt höchstpersönlich auf seinem Stegadon. Hat natürlich die Tempelwächter am Rücken. Da kommt erstmal die Elite. Und das wird halt auch bitterböse wehtun. Das darf man nicht vergessen. Das sind Echsen. Aber der Micha natürlich mit guten Zaubern bepackt. Fängt schon an. Wir haben natürlich einen Bastilladon dabei. Wir haben ein besonderes Bastilladon dabei. Was die Einheiten drumherum heilen kann. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das müsste es sein. Und sonst nichts. Das wundert mich ein bisschen. Liegt vielleicht auch am Schwierigkeitsgrad. Dass er jetzt nicht mehr aufgefahren wird. Da müsste er noch ein paar andere große Reptilien. Aber sieht doch ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Dann geht es jetzt gleich auch schon in den Nahkampf über. Ach, das ist sogar ein Stegadon. Sehe ich gerade. Was jetzt Anlauf nimmt. Kann sich noch nicht so recht entscheiden, wo es hin will, der Stegadon. Oh, und da kommt der nächste Zauber vom Master Mundi persönlich. Das ist halt so mächtig. Ah, er tut halt richtig weh. Oh, Master Mundi hat die Kuppel sogar eröffnet. Tja, jetzt geht es um die Wurst. Es ist fast geschafft. Wird Micha den Mahlstrom einnehmen? Für die Dunkelelfen, Micha. Für deine Familie.
Eieiei. The souls of Earth taste sweet. Und der Clan der Grauen Propheten setzt seinen letzten Angriff an. Verteidigt den Mahlstrom um jeden Preis. Der gehörnte Gott, der weiß schon, was Sache ist. Es ist jetzt das Letzte. Das Letzte, was kommt. Der Master Mundi ist geschlagen. Er muss sich auch zurückziehen und die letzte Armee kommt. Ich meine, sie müsste auch ungefähr irgendwo da hinten aus der Richtung kommen. Da kommen sie, die Skaven. Das letzte Übel. Da dürfte natürlich jetzt das eine oder andere dabei sein, was man schon gesehen hat. Wir sehen schon, die schöne Brut ist dabei, Rattenoger sind mit dabei. Die ein oder anderen besonderen Warblitzkanonen wurden mit an den Start gebracht. Natürlich auch die Sturmratten. Oh, und sogar noch eine Maschine. Ha, das wird doch wieder was hier. Das wird doch wieder was. Das letzte Bataillon. Genau so ist es. Das letzte Mal, Micha. Wirst du es schaffen? Bist du motiviert? Micha ist ganz still. Willst du mal Pause drücken? Was? Oh je. Ja? Ja, weiß ich nicht, weil du mir nicht antwortest. Was ist denn? Hast du was gesagt? Ja. Ja. Da kommt wieder das hässliche Tier hier an. Das ist ja furchtbar. Wir sind schon übel. Natürlich auch die Seuche, die da natürlich mitgebracht wird, die Warp-Flammenwerfer, aber die gehen gleich direkt nach Hause. Oh, sehr gut gemacht. Oh, der eine oder andere Zauber noch mit dabei. Oh, natürlich haben wir noch ein paar versteckte Einheiten, da sind sie nämlich. Ich hab's auch schon vermisst, die Todesläufer. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Das Massaker ist eröffnet. Das letzte Massaker. Und die Schwarze Garde, sie versuchte alles. Malekith schreit noch von hinten, haltet stand. Kommt persönlich ins Schlachtfeldgetümmel. Aber auch hier sehen wir ganz schnell, ja, die Ratten, da müssen sie schon flüchten. Eieiei. Oh, und selbst sie flüchten. Selbst sie, alle flüchten sie. Meine Güte, ist es das schon gewesen? So ein schnelles Battle. Der Micha hat gewonnen. Er hat es gemeistert. Er hat fürchterliche und tödliche Verluste erlitten. Aber die Schwarze Garde hat es geschafft. Mama, was wolltest du jetzt vorhin von mir? Gar nichts. Erstmal gucken wir das Video. Achso, okay. Oh, ich hab's geschafft. Puh. Okay, pst. Horned god banished, vermin purged from the island's shores. The Witch King has the prize. Ulfwurm and its vortex are mine. My son has his revenge. And so the vortex is ready to receive its dark elf master. A new era begins. There will always be enemies to fight, and
wars to wage. Tja. Ich habe sogar noch Eigenschaft erhalten. Hast du es sogar auch noch? Ja, du bist ja jetzt noch im Kampagnen-Schlachtfeld da am Ende, ne? Mit der Erfahrung und Co. Weiter zu den Aufzeichnungen. So sieht's aus. Wir haben es gemeistert. Alle Einheiten Rang 9. Ganz genau. Mein Kommandant ist Stufe 40. Ja, mit der Erfahrungspunkte, die du dann da am Ende kriegst, das kann ich euch jetzt leider natürlich nicht zeigen. Vielleicht mal in der nächsten Kampagne. Um die 8000. 8000 Gold nur drauf? Nee, 8000 EP. 8000, okay. Ja. Meine Güte. Der finale Kampf, er ist gemeistert. Aber komischerweise sehe ich nichts. War ich noch gerade. Gerade noch ein bisschen am Gucken, ne? Micha, wie war denn der letzte Kampf? War anstrengend. War echt hart, also. Sicher? Ich schon sagen. Ja. Oder fandst du jetzt so Pillepalle? Ja, das war schon, also. War schon. Okay. Timers war okay. Reicht das? Also, der Micha ist fertig. Der Micha ist fertig. Er hat auf jeden Fall sein, ich sag jetzt mal, seinen Punkt erreicht. Da qualmt der Kopf. Ja, wenn wir das nächste Mal auf Länge der machen, Micha, dann haben wir es wirklich geschafft. Ja, gerne. Du kannst alles machen. Du kannst gerne die Rituale machen, die Dinger einsammeln. Was ich machen werde, ist, ich werde mir meine Provinz schnappen und da drin sitzen bleiben. Okay. Schön. Ja, dann geh mal ins Ende hinüber. Alter. Wie hab ich denn noch bekommen? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ganzen Einheiten natürlich dir Zeug zuweisen. Du kriegst ja 8000 EP für alle Charaktere. Micha verteilt natürlich jetzt hier in Ruhe seine Punkte. Darf ich doch? Lass mich doch einfach machen. Ja, ich lass dich doch, ich mach doch nichts. Du hast es dir auch verdient, Micha. Ich bin wirklich stolz auf dich. Und das jetzt nicht, weil ich mich lustig über dich mache. Du hast es jetzt endlich geschafft, Micha. Du hast die Geschichte der Dunkelelfen gespielt. Natürlich wir beide zusammen, aber du hast es verteidigt. Du hast es gut verteidigt. Ich war der Sammler. Der Jäger und Sammler der Schriftrollen. Also wir könnten jetzt fast das dritte Ritual dann gleich machen. Ich meine, wir haben jetzt wie viele übrig? Ja, guck mal, fast 3000. Ich hab 10.000. Mehr steht bei mir nicht. Nee, klar, du hast ja jetzt auch alles fertig. Du könntest selbst jetzt, glaube ich, noch nicht mal mehr sammeln. Aber das war's, das ist doch schön. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommt. Ob bei mir jetzt gleich noch eine Meldung kommt oder so. Also normalerweise hört es nämlich jetzt sofort auf. Im Singleplayer, daran erinnere ich mich. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man weiterspielen oder möchte man halt jetzt in die Grafik gehen. Aber wir haben es gemeistert. Und ich finde, wir haben es auch gut gemeistert. Also so groß, wie wir geworden sind, ist das schon schick. Achso, jetzt kommt wieder Lothar hier und so. Ruhig mal ein bisschen schneller machen. Hast du jetzt auf Weiterspielen gedrückt, oder? Ihn bei mir, what the fuck? Ja. Hast du auf Weiterspielen gedrückt? Ich hab auch weiter zu Aufzeichnungen gedrückt. Okay, dann ist das vielleicht jetzt die letzte Runde. Das sehen wir ja jetzt gleich.
unsere Invasion noch mitten auf dem Weg hier. Okay, das ist natürlich interessant. Jetzt bin ich auch noch mit dabei. Technologie erfolgreich. Da will ich aber jetzt nicht so viel machen, außer, was weiß ich, irgendwas mitnehmen. Zip, 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 zip. Jetzt ist Micha ganz normal am Zug. Ja. Ist natürlich interessant. Gewinnt die folgende Schlacht der finale Kampf. Ist bei mir nicht abgehakt. Heißt das jetzt also, ich muss auch den finalen Kampf meistern? Kann weiß eigentlich nicht sein. Oder drück mal Escape. Kannst du da irgendwie was machen? Escape? Nee. Kampagne beenden oder so? Kann ja auch sein, dass er mich ja sich verklickt hat. Favored of the Witch King. Ich habe wirklich darauf gedrückt. Ich habe ja keine Mission. Ja, also du hast nichts zu klicken, nichts zu meistern, nichts zu machen. Kannst du nochmal ins letzte Gefecht hinein oder irgendwas anderes? Kann nicht machen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du doch vielleicht auch weiter geklickt. Ich weiß es nicht. Aber bei mir stand weiter zu den Aufzeichnungen. Ja, da dachte ich mir auch. Ja, ich meine, ich habe sie abgeschlossen. Ich bin ja Level 40. Ich habe ja alles Stufe 9. Ja, aber dann das geht ja eigentlich nicht. Dann hast du ja auch weiter geklickt. Mach ich nochmal weiter. Naja, ich glaube, dass du dich verklickt hast. Weil eigentlich darfst du dir die ganzen Sachen nicht mehr aussuchen. Weil danach kommt wirklich direkt die Aufzeichnung. Wann sind nämlich wieder alle Frieden? Ja, du bist jetzt der ultimative Herrscher, Micha. Also mich wundert es. Vielleicht geht es ja gar nicht so im Koop. Ich habe keine Ahnung. Wäre für mich jetzt auch neu. Weil ich habe ja auch keine Option. Ich kann ja jetzt gleich mal gucken, ob ich das Ritual jetzt nochmal starten müsste oder so. Aber bei mir steht ja auch schon dran, wir haben die ganzen Rituale natürlich erfolgreich gemeistert. Kannst du nicht nochmal in die Schlacht oder so gehen? Nö, nö. Zählt ja genauso für mich wie für dich. Deswegen, nö, nur nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. Option speichern. Ich meine, wir können ja mal eben speichern. Bei mir steht halt, gewinnt die folgende Schlacht. Der finale Kampf steht bei mir. Im Kooperativ-Kampagnensieg. Bei mir auch. Ja, bei mir ist aber der finale Kampf nicht abgehakt. Aber bei mir, ich habe die Filme auf jeden Fall fertig. Also ich habe den Film. Ja, den Film. Was steht bei dir unter Ziel, Micha? Gewinnt die folgende Schlacht, der finale Kampf. Ist das abgehakt? Nee. Ist es nicht? Nee. Das ist natürlich komisch. Das heißt also, wir haben die Kampagne fertig gespielt, aber wir kriegen jetzt leider keine Aufzeichnung darüber, dass wir es fertig gemacht haben in der Hinsicht, ja? Nein, ich habe aber auf weiter zu Aufzeichnungen gedrückt. Na gut, wenn du dir sicher bist, dann glaube ich dir, dass... Wenn ihr es nicht speichert, geht der gespeicherte Spielstand verloren. Ja, Spiel fortsetzen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen könnte. Wir haben ja sonst alles gemeistert. Dann haben wir die Kampagne dennoch halt abgeschlossen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich kann ja nochmal so ein schönes Ritual hier machen, die Todesnacht. Aber eigentlich müssten wir das ja dann geschafft haben. Ende. Wir haben ja auch alle vollendet. Wir haben auch alle vollendet, das ist richtig.
Ich hab keine Mission. Weil ich meine, bei mir steht ja auch das Ritual der vertrauten Geschwister vollendet. Ich könnte kein Ritual starten, wenn es so wäre. Na gut, dann müssen wir uns halt damit zufrieden geben, dass wir es halt gemeistert haben. Aber wir haben leider keine Aufzeichnung, so wie ich es richtig sehe. Da müsste ich dann selbst mal gucken, wenn ich die Rituale starte, ob es das wirklich dann das nächste Mal wieder so passiert. Und ja, ich meine, wenn schon, ne? Wenn schon. Was ich jetzt auf jeden Fall noch mache, ist den hier, weil der geht mir ein bisschen gegen Strich. Einfach so just for fun. Und das kannst du gerne alleine machen. Mit seinen Reitern. Zack, weg. So, kein Plünder mehr. GG. Ja, wir haben es gemeistert, meine Güte. Wie fandst du die Kampagne, Micha? Ein paar letzte Worte? Ja. Schön. Endlich fertig. Ja, haben lange dafür gebraucht. Ich denke mal, toll. 20 Stunden. Hat's dir denn gefallen? Ja. Ja? War zwar hart, aber ja, hat mir gefallen. War hart? Ja, also für mich schon. Ja, gut. Aber in manchen Situationen. Aber ich meine, nächste Kampagne spielen wir dann schwer, oder? Was? Nicht? So ein Fiepen im Ohr. Ich verstehe dich ganz schlecht, Sango. Ist das Teamspeak wieder? Ne? Nein, ich meine halb so wild. Ne, ich bin ja da. Hörst du mich noch? Ja. Gut. Leider. Ja, höre ich dich. Boah, lol. Ja, Micha, was spielen wir als nächstes? Was ist die nächste Kampagne? Ja. Ich würde sagen, dann spielen wir mal das Gegenteil von dann sind wir mal für den gehornten Typen, hä? Für den gehornten, das heißt die Skaven, ja. Ja, hast du das irgendwie eiskalt verlassen? Ja, natürlich, wir haben ja auch alles gemeistert. Jetzt weiterspielen ist jetzt auch so, weiß ich nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Ist jetzt so eine Sache, die bockt dann nicht mehr so. Nun gut, der Micha will es wirklich versuchen, mit den Skaven dann zu starten. Solchen Clan, denke ich mal, wird der Micha dann wieder spielen. Ist ja auch an für sich ganz gut, der solchen Clan. Und wir müssen dann halt mal gucken. Ich hätte schon Lust auf der einen Seite halt auf den Tretch, aber ich denke mal, ich werde mir Quick aussuchen. Auch wenn die Herausforderung dann hart ist. Und dann müssen wir mal gucken. Müssen wir halt mal gucken. Kampagneneinführung, ja, die haben wir ja nicht. Die haben wir nicht im Multiplayer. Aber Leute, das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War eine ziemlich coole Kampagne. Hat jetzt einige Zeit gedauert. Wir haben viele, viele Runden gespielt. Also hätte ich nicht gedacht, dass Mortal Empire kürzer ist als die Mahlstrom-Kampagne. Aber wir haben für die Dunkelelfen, ja, haben wir es abgeschlossen. Wir haben die Videos freigeschaltet. Finde ich cool. Und als nächstes, ja, kommen dann höchstwahrscheinlich die Skaven. Fehlen ja natürlich noch ein bisschen. Die Gruftkönige haben wir ja auch leider nicht freigespielt. Die müssten wir am Solo spielen, das haben wir ja getestet. Dann haben wir natürlich noch die Skaven, die Echsenmenschen und die Hochelfen. Obwohl ich natürlich da schon ein bisschen freigeschaltet habe, so ist es nicht. Aber das wird dann auch noch komplett fertig gemacht. Wundert euch nicht, ich weiß, auf YouTube werdet ihr viele andere Let's Plays sehen, wo ich die Hochelfen, die Echsenmenschen und Co. schon fertig gespielt habe mit Ritual und Co. Aber irgendwie wurde es halt zurückgesetzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zocken. In dem Sinne, wir wünschen es euch noch eine wunderschöne Nacht. Zockt nicht zu lang. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Micha ist richtig Brain AFK. Da muss ich erstmal erholen jetzt hier. Aber finde ich gut. Ist doch schön, wenn es dich fordert. Hast du ja gut gemacht, Micha. Hast du gut gemacht.